Die Stova Pro Diver ist eine Uhr, deren Charme sich mir erst auf den zweiten Blick offenbart hat. Und diesen zweiten Blick möchte ich gerne mit euch teilen, denn es ist wirklich eine tolle Uhr, die ich aber als solche nicht direkt erkannt habe. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls du es noch nicht getan hast, hast du jetzt die Möglichkeit, unter dem Video oder unten rechts in der Ecke auf meinem Icon meinen Kanal zu abonnieren und stellst damit sicher, dass du keines meiner zukünftigen Videos verpasst. Am besten aktivierst du auch noch die Glocke, da bekommst du automatisch Benachrichtigungen. Das kann insbesondere dann interessant sein, wenn ich wieder ein Newsflash veröffentliche mit aktuellen, ganz kurzen und präzisen Neuigkeiten aus der Uhrenbranche. Aber jetzt soll es um die Siva Pro Diver gehen, eine wirklich tolle Uhr mit ganz, ganz vielen Qualitäten, die sich mir auf den ersten Blick nicht unmittelbar erschlossen haben. Die Uhr, die auf den ersten Blick etwas unscheinbar erscheint, hat so manches Geheimnis, was ich erst auf den zweiten und dritten Blick erkannt habe. Aber fangen wir einmal mit den Daten an. Das Gehäuse ist ziemlich massiv. Man sieht es von der Seite. Die Lünette ist sehr schön gearbeitet, passt sich sehr schön in die Formensprache ein. Und auf der anderen Seite sieht man den wirklich gut gearbeiteten Kronenschutz. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von nominal 42 mm. Das ist identisch mit der Stova SeaTime. Die Höhe beträgt 15,6 mm, ein ordentlicher Brocken, aber dafür ist die Uhr auch bis 1000 Meter wasserdicht. Und das ETA 2824-2 ist auch bei großen Tauchtiefen ausreichend geschützt. Die SeaTime, das Schwesternmodell zu der ProDiver, hat nur 200 Meter Wasserdichte und kommt deshalb mit einer Gehäusehöhe von, ich glaube, 13,5 oder 13,6 mm aus, ist also deutlich flacher und hat einen Glasboden, wohingegen die ProDiver einen Stahlboden hat, um eine ausreichende Druckfestigkeit gewährleisten zu können. Die Uhr hat einen Horn-zu-Horn-Abstand von 50,3 mm, also durchaus auf der größeren Seite. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm und die Bandanstöße sind gerade ausgefräst, sodass man hier auch ein Aftermarket-Stahlband verbauen könnte, da es das Problem von passenden runden Anstößen nicht gibt. Die Uhr hat ein Heliumventil und die Bandstege sind beidseitig geschraubt. Ich persönlich mag das nicht ganz so gerne, denn mit meiner Grobmotorik habe ich immer Angst abzurutschen. Wenn verschraubt, habe ich es lieber, dass das Gewinde im Horn ist und ich nur auf einer Seite schrauben muss. Da fühle ich mich dann etwas sicherer, aber das ist wirklich meine persönliche Einschätzung. Die Lünette rastet mit 60 Klicks in eine Richtung, so wie es sich für eine Taucheruhr gehört. Verbaut ist ein Saphirglas, welches ganz leicht gewölbt ist und die Lünette fällt nach innen etwas ab, sodass der höchste Punkt der Lünette mit dem höchsten Punkt des Saphirglases übereinstimmt. Das schützt das Glas noch etwas zusätzlich und schützt auch das Lünetteninlay vor Kratzern. Es reduziert minimal die Ablesbarkeit, insbesondere auch bei Nacht, das werde ich euch im Nightshot noch zeigen. So, und nun schauen wir mal, wie sie sich am Handgelenk macht. Dafür muss ich meine Stova Icarus abnehmen. Die Stova Icarus mit 40 mm
gegenüber die 42 mm der ProDiver. Man sieht also schon, die ProDiver ist eine wirklich große, massive Uhr. An meinem 17 cm Handgelenk sieht man schon, dass die Uhr groß und massiv ist, nicht überdimensioniert, aber für mein persönliches Gefühl an der Grenze. Was gefällt mir an der Stova ProDiver? Also zum einen gefällt mir das Farbenspiel sehr gut und ich mag auch das wirklich sehr gut ablesbare Ziffernblatt, obwohl auf dem Ziffernblatt relativ viel los ist. Die durchgehende Minuterie auf der Lünette sowie die doch sehr präsenten Indizes auf der Uhr und der weiße Innenring, der die 5-Minuten-Indizes begrenzt, sind schon sehr präsent und machen eine Menge Alarm auf dem Ziffernblatt. Was mir gut gefällt, ihr könnt es jetzt gerade sehen, der Punkt des Sekundenzeigers deckt exakt das Datumsfenster auf der 6-Uhr-Position ab, wenn er das passiert. Das ist also designtechnisch durchaus so gewollt und nicht zufällig. Mir gefällt das wirklich gut. Bei der Uhr hier kann man noch sehen, es ist das alte Stova-Logo mit dem geschwungenen S und den unterschiedlich großen Buchstaben. Es ist also eine der allerersten und limitierten Serien. An dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön an Peter, einen Zuschauer von mir, der mir diese Uhr für das Review bereitgestellt hat. Super. Das Gehäuse ist aus Titan. Erst dachte ich eventuell, die Ecken der Hörner könnten stören oder könnten drücken. Tun sie aber erstaunlicherweise nicht, weil der Boden ein kleines bisschen ausgewölbt ist und diese Ecken gar nicht auf der Haut auffliegen. Also wirklich interessant gemacht. Sieht aus, als könnte es wehtun, tut es aber nicht. Die Krone ist vergleichsweise klein, lässt sich aber auch mit Handschuhen gut bedienen. Der Kronenschutz ist natürlich sehr effektiv gemacht. Na, jetzt habe ich die Handschuhe etwas verrutscht und es geht nicht ganz gut rein. Jetzt haben wir aber den Griff und die Krone lässt sich, wie gesagt, auch mit Handschuhen verschrauben. Die Lünette ist sehr, sehr griffig, das hatte ich eben schon mal gezeigt. Und hier spielen Handschuhe überhaupt keine Rolle, gar kein Problem, funktioniert absolut einwandfrei. Was ich persönlich sehr bemerkenswert finde, das ist das Logo, was wir hier haben. Dieses Logo wird nicht etwa bestellt und von einer Fremdfirma gemacht, sondern das Band ist ein gekauftes Band, das stellt Stova nicht selber her. Aber das Logo wird bei Stova im Hause ausgefräst und mit Farbe gefüllt, sodass es sich wirklich auch an diesem Punkt um eine Inhouse-Produktion oder eine Inhouse-Veredelung des Bandes handelt. Die Formensprache der Uhr ist für mich dahingehend überraschend, dass wir sehr, sehr scharfe Kanten haben, sowohl im Übergang des Gehäuses zum Horn als auch die Form des Hornes selber, kombiniert mit einem sehr, sehr weichen und geschwungenen Kronenschutz. Gefällt mir wirklich gut. Ich mag es, wenn so ein Stil und eine Uhr die eine oder andere Überraschung bereithält. Das Heliumventil ist sehr dezent und fällt nicht auf und erfüllt wahrscheinlich seine Funktion. Ich konnte das nicht testen. Ich tauche auch nicht so tief, aber es ist gut zu wissen, dass man es hat, wenn man es denn einmal bräuchte. Das Band der Stova ist gut gemacht, relativ stabil. Es fühlt sich auch ein klein wenig härter an, als ich es von anderen Bändern kenne. Man kann es nur wenig seitlich verdrehen. Ein klein wenig, finde ich, wird die Schließe der Uhr nicht gerecht. Die Schließe ist Stova signiert, aber es ist eine relativ dünne und einfache Blechschließe.
Für einen kleinen Aufpreis hätte eine andere Schließe diese Uhr aus meiner Sicht deutlich aufgewertet. Jetzt geht es zum Nightshot. Damit wir es dunkel bekommen, mache ich zuerst meine erste Videoleuchte aus, dann die zweite Videoleuchte und hier haben wir ein wunderschönes Nachtbild. Wirklich gut ablesbar, herrlich viel Lume auf der Uhr, tolles Lichtspiel. Man sieht die Funktionskontrolle in Form des runden Sekundenpunktes, der sich dreht. Die Zeiger sind ausreichend breit, gut belegt. Wirklich eine tolle Uhr, die in der Schräglage aufgrund der höher stehenden Lünette einen etwas kleineren Ablesewinkel hat als andere Uhren. Dafür wirklich herrlich hell und sehr, sehr klar ablesbar in der Nacht. Ja, die Stova ProDiver ist wirklich eine professionelle Taucheruhr, die sich nicht verstecken muss und die deutlich präsenter am Arm wirkt, als die 42 mm vermuten ließen. Die Uhr gibt es in unterschiedlichen Farbvarianten mit unterschiedlichen Lünetten und unterschiedlichen Zeigern. Die Preise bewegen sich zwischen 1413 Euro und 1452 Euro. Das Schwesternmodell, die C-Time, liegt bei 1335 Euro bzw. 1354 Euro. Beide Uhren wiegen übrigens am Lederband 100 Gramm. Ja, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch eine Uhr zeigen, die ein kleines bisschen aus dem üblichen Rahmen herausfällt und einen Charme hat, den man sich vielleicht ein klein wenig erarbeiten muss, aber wenn man ihn einmal gesehen hat, dann ist das eine Uhr, die einen wirklich fesseln kann. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich hoffe, ihr tut das auch. Bis dahin, tschüss, euer Axel.